Jo Leute, was geht ab? Und willkommen. Wir regen heute, Leute, auf 4-7 und zwar alle gegen den Kontrolleur. Also wieder fünf wahrscheinlich, die gegen einen Freestyle werden. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob der Kontrolleur, den kennen wir ja und wir mögen ihn sehr. Also der ist richtig gut. Ich mag wenn die Art und Weise, wie er rappt, aber ich weiß nicht, ob er Freestyler ist. Aber das finden wir jetzt heraus. Ja. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen beim neuen Format Alle gegen heute Felix Madmadamalam! Das erste Video ist, glaube ich, gut bei euch angekommen. Jetzt haben wir direkt die zweite Folge für euch. Und zwar gibt es einen Main-Character, Felix Smart, und er battelt hier vier Herausforderer. Die werden sich nach 2 Minuten immer abwechseln. 4 Takte Schlagabtausch, Freestyle in die Fresse. Let's go! Let's go! Oh, Junge, ich bin mal gespannt. Oh, geiler Beat. Komm. Felix Smart kommt an und der Dummbanz bringt Wackshit. Digga, darf ich vorstellen, N100 in hässlich. Aber, Digga, ich komm ran. Ohne Witz, bring mal deine Lines jetzt, du Punk. Ich bin N100 in hässlich, ganz schön süß. Du bist Felix, du sitzt auch wie im Schwammkostüm. Du bist genau so eine Fotze wie San Diego. Und deswegen hau ich dich mit meinem Ego. Ich komm hier einfach mal ran. Deine Zahnlücke größer als der Spalt deiner Ma. Ah, Digga, was willst du sagen? Ich komm mal an und ficke dich so wie Asiaten. Ziemlich große Geil. Fresse für einen kleinen Hundesohn. Deine Mutter arbeitet auf Strich für einen Hungerlohn. Du bist ein kleiner Bastard, ich fick dich heute locker. Deswegen trage ich heute keine scheiß Nike-Jogger. Ey, ich komme an und ich ficke gerade den Gay. Oh, guck mal, man kann sehen, zweimal Armani-Fake. Ey, oben und unten, was bist du für eine Fotze gerade? Guck mal, wie ich dich hier locker schlage, Digga, noch hier gerade. Schau mal, Felix, das ist eine Psycho, die wirst du niemals haben, denn du hast nicht mal Abitur. Du bist eine kleine Fotze, du sagst Fake. Im Endeffekt weiß ich ganz genau, ich bin realer als du. Ey, yo, Bruder, Alter, der Rechte ist ja mal richtig stark. Der Rechte ist richtig stark. Oh, ich spucke richtig. Ich konnte gerade nicht mal den Satz so richtig. Hast du das Wasser runtergeschluckt oder? Keine Ahnung, hätte wo drinnen gelassen. Weil ich sagen wollte, der Rechte ist richtig stark, aber ich glaube, Felix ist einfach voll nervös, weil ich so denke, ich muss gegen 5 antreten. Wir haben ihn, glaube ich, noch nie Freestyle gehört. Und Freestyle-Rap, weißt du? Ja, weil wenn du battlen kannst, oder? Ich sag's jetzt einfach mal. Gesetz ab heute. Wenn du betteln kannst, heißt nicht gleich, du kannst freestylen. Nein, sowieso nicht. Nein, das hat das ist so, oder? Safe. Ficke dich, du Bitch. Nein, das ist Fossil, wie du, weil du älter als ich bist. Ey, guck mal, was ich komm an und du bist ne kleine Fotze. Guck mal, wie ich in dem Freestyle-Battle auf dich rotze. Du bist so hässlich wie Drop Dynamic, als er fett war. Deswegen fick ich heute nicht nur deine Mutter, sondern auch deine Schwester. Und sie will heute Yara Kam und deswegen fick ich heute besser. Ey, guck mal, wie ich Freestyle gerade ankurbel. Deine Mom ist Drop Dynamics Stunt-Double. Ah, ja, sie spielt die Filme mit. Ich komm weiß und ich komme hier gechillt, du Bitch. Deine Mutter sieht aus wie eine Transe. Deswegen fickt niemand in Frankfurt diese Schlampe. Und deswegen sag ich heute, fick deine Tante. Denn deine Tante macht die Beine breite und lange. Ich komm an, fick dich jeden in der Cypher. Sie fickt keiner in Frankfurt, im Gegensatz zu deiner. Ah, ja, sie ist zuhauf da. Deswegen sag ich Freestyle, geh mal raus, ja? Dein Style ist von 2007. Was willst du mir zeigen mit deinen Schuhen auch noch 7? Du bist ein schwuler Skater, ich fick dich heute locker. Ich bin ein Kanake und hau dir heute Osman Tocker. Ey, ohne Witz, ich fand die Fotze nicht dope. Das sagt er aus dem Death Shop Katalog. Oh, ey, ohne Witz, Mann, ich will dich dissen. Digga, du brauchst in jedem Auto ein Sitzkissen. Ey, Kollege, als ich laufe, guck, wie ich die Schuhe fick. Er heißt Felix, weil ich dich durch die Blume fick. Kontrolleur, ja, er ist Hauptgrader. Bruder, ich bin Schwarzfahrer. Ja, genau, ich hau dich jetzt hier raus. Digga, er hat 4-7 Bette gedacht, ich hab was bei H&M gekauft. Digga, Prey, was ist das für ein T-Shirt? Ohne Witz, Digga, ich schau unter das Skirt. Ey, yo, halt mal deine Schnauze, ich bin gerade unter Tatverdacht. Deine Mutter hat dasselbe gemacht, nachdem er mir einen geblasen hat. Ich bin weg, du bist Felix. Black, tut mir leid, ich weiß, bei Sex bei dir geht nicht. Halt die Fresse, jetzt macht der König weiter. Digga, du stotterst noch mehr als der Österreicher. Digga, sei mal leise. Ich komme rein und bring diese geilen Reime. Ja, die geilen Reime, ich zerreiße deine. Halt deine Fresse, ich hab dich heute an meiner Leine. Oh, Junge, wenn geil. Du denkst, du bist einfach scheiße, dann hast du recht, ich ficke heute deine Leiche. Halt deine Fresse, ich hör auf jeden Extrem. Habt ihr was gehört? Ich hab hier gar keinen Gegner gesehen. Ja, Mann, ich fick dich. Was ist das, 1,60 oder 1,70? 1,60, Bruder, ich bin Kasseler Rapper. Ich komm von unten, so sitzt der Uppercut besser. Halt deine Schnauze, ich komm und... War da geil. Er hat auf diesen Spruch gewartet. Guck
von dem Körper, den das gemacht hat. Digga, 61. Entschuldigung, du kannst was sagen, dann gucken wir nur. Ich fand, als sie angefangen haben, also der erste war richtig krank, haben wir ja schon gesagt. Der zweite, ich dachte, das muss nur am Anfang. Aber jetzt gegen Ende wird's voll gut. Mhm. Jetzt oder 1,70. 1,60, Bruder, ich bin Kasseler Rapper. Ich komm von unten, so sitzt der Abacker besser. Halt deine Schnauze, ich komm und du löst dich auf, du wie Brause. Ey, ohne Witz, ich ficke dich, du Bastard. Danke, da war was am Kinn, was gerade gekratzt hat. Ah, Digga, das hat echt gepasst gerade. Ich komme an und ficke dich jetzt an. Bla, 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 ich zerreiß in dem Faggot. Mächtiger Model, 31er Bresche, 69, 90, 1, 1, 0, wenn ich ankomme. Guck mich an, wie ich diesen Freak an die Wand bombe. Ey, das war nicht krass. Diese Zeilen, die er gesagt hat, sind die Summe, wie oft ich seine Mutter gefickt hab. Ah, Digga, jetzt kannst du nach Hause gehen. Ich werd dich hier oben, unten, vorne ohne Pause nehmen. Halt die Fresse, was die Mutter nach dem Part wirst du sterben. 5 gegen 1, ich werd dich mit dem Schuh bewerfen. Du Schlampe, ich geb mir jetzt die Kante. Du bist scheiße, ich weiß, dass ich dein... In dem Moment jeder aussagen soll, aber es war so still, er so... Du Schlampe. Ja. Du Schlampe, ich geb mir jetzt die Kante, du bist scheiße, ich weiß, dass ich deine Mutter von früher kannte. Ey, ohne Witz, du kriegst jetzt sofort Klinge und bist bisschen sass, so wie deine Ohrringe. Oh. Ah, Digga, ich komm von der Seite an und sag dir, geh mal weg nach Hause jetzt, du ey, kleiner yo, Mann. Ey, yo, halt die Schnauze, du sparst ja krass besoffen. Ohrringe, ich hab dich abgestochen. Und wenn du denkst, dass du hardcore bist, ich weiß, dass ich besser bin, ich stech dich wie mein Schmetterling. Ey, Digga, okay. Ich bin krasser mal hier. Du siehst aus, als hörst du die Fantastischen Vier. Ich komme halt hier gerade, Digga, straight out in 90er Jahre. Ey, ich bring die fettesten Flows. Dein Bart, der braucht bisschen Testosteron, ja. Mach ein Feature mit Sylvester Stallone und du, Homie, kriegst jetzt deine Menstruation. Ey, du Oldschool-Rapper wirst jetzt weggesmackt. Er hat jeden Tag 1000 Bars von Echo Fresh. Ey, Digga, das will keiner hören. Ich komm ans Mike und will diesen Typ hier zerstören. Digga, alles kein Problem, ich höre 1000 Bars. Und dieser Homie, der geht selber noch zum Frauenarzt. Ja, so siehst du aus. Komm, Mann, verpiss dich jetzt, Homie, denn du hast hier keinen Intellekt. Ey, ohne Witz, Mann, ich fick... Also die Kandidaten wurden dieses Mal so geil ausgewählt. Ja. Leute, der erste war so auf cool, die Stars, viel so mit Mutter, Schwester ja, und ja, so. Ja, ja. Der andere war so lachkick, also der zweite. Ja, und das ist jetzt der dritte und der ist komplett wieder was anderes. Der ist komplett was anderes. Und er fühlt es auch richtig. Zum Beispiel Felix steht da, sagt so, du bist das und du bist so. Ja. Und er ist so... Er ist die ganze komm Zeit her so, und so, was? Komm her! Also, ja, und die ganze Zeit so, er sagt ein Wort die ganze Zeit. Was war das nochmal? Welches Wort? Homie! Homie, was? Also, so aus? Ja, er ist so Homie, sagen, Alter. Fleißig Rap macht er nur wegen seiner Midlife-Crisis. Ah, ohne Witz! Digga, weil ich gleich box, Digga, geh nach Hause und mach deinen 9-to-5-Job. Oh, kein Problem, Digga, ich bin hart romantisch. Digga, ich bin gerade Anfang 20, was für Midlife-Crisis? Homie, ich peil's nicht. Deine Mutti gibt jedem Freifix. Ey, ich komm mal an und ficke dich hier wirklich. Du siehst bis Anfang 20 sieht aus wie Ende 40. Ey, Digga, wollt ich dir noch mitgeben? Guck mal, ich werde jetzt dir einen Tritt geben. Anfang 40, denn ich bin ein Jedi-Ritter. Und 4-7 sucht für dich einen Babysitter. Kein Problem, Homie, komm jetzt nach Hause. Doch von Rap brauchst du jetzt erstmal fett ne Pause. Ey, ohne Witz, ich fick dich hier stark da. Du bist ein Jedi-Ritter, Dicker, ich bin dein Vater. Ey, Dicker, halt deine Fresse jetzt. Ich komme an und bringe den Battle-Rap. Ey, das ist doch voll ein Denkfehler. Warum ist denn dieser Felix Smart jetzt ein Endgegner? Ey, der Typ ist doch höchstens auf unserem Podest. Guck mal, Digga, ich mach jetzt den Protest. Ey, yo, geil. Ich bin auch hier ziemlich mies. Du hast noch nicht mal den Status als Herausforderer verdient. Ey, ohne Witz. Ey, geil. Einer kam zu spät, er meinte 4-7. Oh, ja, der Typ geht. Ja, der Typ geht. Kein Problem, Digga. Jetzt ist hier spät. Ich hab diese Line verkackt. Trotzdem teilt deine Mutti jetzt den Scheidensaft. Ey, yo, ohne Witz, Mann, ich pleibsicke. Digga, du hast die Line verkackt, das war nicht die einzige. Ey, yo, Digga, ich bin heute die Kur. Digga, das meine ich. Ich finde wirklich, Felix ist mit einer der besten Rapper, die 4-7 dort hat. Ja, wirklich. Ich liebe seine Art, wie er rappt. Er macht das so gut. Und jede Pun, also jede Line finde ich geil. Ja. Bis jetzt jede. Ich finde den auch so gut. Der ist so stramm. Digga, du hast die Line verkackt, das war nicht die einzige. Ey, yo, Digga, ich bin heute die Kur. Kauf dir auch mal vielleicht eine neue Uhr. Ey, Digga, was für eine Sorte? Die Uhr ist von Porsche. Digga, so ein Scheiß kannst du dir nicht leisten. Sieh zu dem bei, Digga, ich tu zerteile. Jetzt kommt der Fette, das ist auch keine Lüge. Digga, dich bilde ich in meine Bauchspeicheldrüse. Digga, ja, ich bin mies. Digga, ja, direkt draufgegangen ist, der kam, der war nicht mal da. Also, ich hab den schon mal gesehen. Ich hab den auch schon mal gesehen. Ich bin meine Bauchspeicheldrüse. Digga, ja, ich bin mies wert.
Digga, was hast du für ein BMI-Wert? Ey, ich bin fett, jetzt wird der Penner gefickt. Doch Simon hat mich engagiert, dass es heute Fettenlines gibt. Also, was will der Lauf von mir? Digga, Mann, du wirst hier von mir einfach auch rasiert. Ey, yo, ich bin, du bist gerade wack. Vor 7 hat dich eingeladen, du frisst den Nachtisch weg. Ey, ja, du bist eine fette Sau, ich komme ran und ich schau dich. Ich hab mir das jetzt verstanden. Ey, Junge. Frisst den Nachtisch weg. Ey, ja, du bist eine fette Sau, ich komme ran und ich schau dich hier jetzt mal raus. Ey, jetzt mal raus, du bist hier auch gefickt, so wie du aussiehst, brauchst du den Nachtisch nicht. Ey, du hässlicher Lauch. Ey, ich schmeiße, wenn ich will, den Penner hier raus. Ja, Dicker, ich bin Laidback King. For 7 verdoppelt wegen dir das Budget für das Catering. Digga, denn du bist zu dick. Ich komme rein und weiß, wenn ich freestyle, wird das zu sick. Ja, okay, die Line, die war gerade auch nice. Obwohl das Essen trotzdem nicht ausreicht. Oder der Sims-Fan. Ja, okay, die war auch nice. Digga, denn du bist zu dick. Ich komme rein und weiß, wenn ich freestyle, wird das zu sick. Ja, okay, die Line, die war gerade auch nice. Obwohl das Essen trotzdem nicht ausreicht. Ey, also Digga, ich hab Hunger. Digga, komm mal her und bring mir deine Mutter. Nein, Digga, okay. Geh mal bitte jetzt nach Hause. Ich komm hier an das Mic und ich spitte ohne Pause. Ey, ohne Witz, Digga, ich bleib so mies. Ihr hat Kenzo zweimal stehen, obwohl er es nicht einmal liest. Ey, du wirst hier weitergefickt. Ich bin fett, warum schwitzt der Typ dann mehr als ich? Shit, ey, verpiss dich. Ey, ich komm hier rein und ich fick. Ja, genau, ohne Witz, ich komm jetzt echt. Digga, ich hab deine Mom grad geleckt. Ey, ja, das ist schwitzig. Oder meine Kette, ich schwöre, keiner weiß. Oh mein Gott, Digga. Komm hier rein und ich fick. Ja, genau, ohne Witz, ich komm jetzt echt. Digga, ich hab deine Mom grad geleckt. Ey, ja, das ist schwitzig. Ja, Digga, das findest du ein bisschen witzig. Ey, Digga, Mann, du wirst hier weiter gefickt. Du hast meine Mom geleckt und dir währenddessen einen gewichst. Shit, weil die lässt dich leider nicht ficken. Digga, Mann, ich muss dich weiter dissen. Ja, ich hab mir einen gewichst, Digga, das war anders krass. Leider hat die Fotze mich beim Lecken nicht so angemacht. Oh, stopp! What the fuck? Was eine, ey, das war wirklich das so war eine starke krank. Nicht Runde, Leute, Folge. Folge. Also, man muss sich denken, er hat gerade 9 Minuten durchgerappt. Ja. What the ich fuck? Fand sogar, dass so wie die Kandidaten reingekommen sind, dass immer quasi so Beste, dann gut und dann immer so schlechter wurde. Leider. Ja. Sorry. Aber der letzte, das war wirklich. Aber ich glaube, das war geil, aber du hast jetzt keine geilen Lines gebracht. Ja, er hat keine geilen Lines gebracht, aber es war Lachkick. Der ist selber nicht ernst genommen. Er hat die ganze Zeit gelacht und gesagt, ja, du bist richtig gut. Und so. Die war auch gut. Die war auch die gut. War auch gut. Das war's mit der Reaction, Leute. Ja, aber Leute, Sonntag, neuer Vlog auf JT Family, abchecken, ja? Sonst hier liken, kommentieren, abonnieren, supportet uns. Wir sehen uns dann morgen um 20 Uhr ganz entspannt. Tschüss, ciao.